Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir werden uns heute wieder mal aufs Zweirad schwingen, allerdings nicht in den bekannten Kategorien, wie wir es bereits getan haben, also nicht in Street Racing und auch nicht, wie wir es hinten stehen haben, in der Motocross-Kategorie. Nein, wir werden hier bei Rally Raid unterwegs sein und da gibt es nämlich auch ein paar Motorräder und zwar richtig coole, unter anderem zum Beispiel die BMW R1200 GS Adventure oder zum Beispiel die Ducati Hyper Motard. Ich will immer Motorrad lesen, ja, warum auch immer. Ja, oder aber die Ducati Monster 1200S in der Rally Raid Edition und ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Es gibt ja noch die KTM 450 Rally und dann gibt es noch die Kawasaki KX 450F in der Rally Raid Edition. Also gibt es schon ein paar und ja, ich kann halt einfach nicht anders. Ich muss einfach die BMW nehmen. Ist halt natürlich wieder das teuerste Bike, aber ich finde die auch mega, mega geil. Und deswegen gar nicht so lange schnacken, wir kaufen uns das gute Teil. Es gibt es einmal in schwarz und dann mit so blauen Akzenten. Wir nehmen sie mit blauen Akzenten, würde ich sagen. Felgen kann man nichts ändern. Und dann, ja, kaufen wir das gute Ding. Fast 200.000 kostet es mich. Aber die gebe ich sehr gerne aus. Und ja, dann fahren wir doch gleich mal ein paar Meter mit dem Ding. Das ist schon auf jeden Fall ein Brummer. Oh, okay. Ja, und damit soll man halt im Gelände vor allem fahren können. Vielleicht mal hier in die Cockpitsicht vielleicht gehen. Okay. Aber ja, auch bei solchen Geschichten wie Dakar werden natürlich oder gehen auch natürlich Motorräder an den Start. Warum sollten wir nicht hier im Spiel auch mit dem Zweirad unterwegs sein dürfen? Das ist ja auch cool, wenn er durchs Gelände fährt, dass er sich so dann aufrichtet, wie man das normalerweise dann auch tut. Uah. Suchen wir gerade mal. Aber was mich jetzt interessiert, ob man hier mit dem Ding eigentlich Wheelie machen kann. Das ist schwierig, es ist echt schwierig. Komm, komm. Es geht, es geht. Balance zu halten ist ein bisschen schwierig, aber. Ah, am Ende. Am Ende wollte ich zu viel. Aber es geht auf jeden Fall. Wenn die nochmal ein bisschen mehr Leistung dann hat, dann glaube ich, geht es schon ganz gut klar. Gut, jetzt geht es hier in den harten Untergrund. Aber das passt schon. Das passt, würde ich sagen. Auf den Soundcheck verzichte ich jetzt erstmal, vielleicht spontan, aber ist jetzt nichts Dramatisches, wo ich sagen würde, ja, da müssen wir jetzt unbedingt einen Soundcheck machen. Was wir aber auf jeden Fall machen ist, wir gehen in unser Headquarter, in unser Home, in dem einen von den zwei, welches wir haben. Und ja, um die Frage auch wieder zu beantworten, die wird auch immer sehr, sehr häufig noch gestellt, einfach halt von neuen Zuschauern, die es nicht wissen, die halt vielleicht jetzt einfach quer eingestiegen sind ins Let's Play und deswegen erstmal herzlich willkommen auf dem Pixelhelden-Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin. Ja, ich habe ein zweites Home, weil ich die Gold Edition besitze und diese beinhaltet unter anderem auch den Season Pass und eben halt auch ein zweites Spielerheim. Deswegen habe ich hier in LA auch nochmal ein Zuhause. Ist aber von der Optik genau gleich wie das in Miami, also ist jetzt nichts weltdramatisch anderes. So, ich würde sagen, komm, wir gehen mal in die untere Garage. Aber wenn wir sie schon haben, dann nutzen wir sie mal. Und dann können wir ja, dann nehmen wir einfach mal den Platz hier. Und ja, ich wurde in den Kommentaren noch einmal gefragt, ob ich den Aston Martin, den ich ja schon von Anfang an habe, nicht auch mal auspacken möchte. Ja, werde ich auch mal tun. Ich weiß aber noch nicht, wann ich den mir mal nehme. Irgendwann, wenn ich so richtig Bock drauf habe, ein bisschen James Bond-mäßig unterwegs zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. ja, aber jetzt wollen wir natürlich unser frisch gekauftes Bike haben. Da haben wir das gute Ding. Oh, geil. Ja, ich finde die schon cool. Also für so ein Offroad-Ding, guckt euch mal die Reifen an auch. Kann man machen. Ja, die Ducatis, die beiden, finde ich aber auch sehr cool. Und ich denke, die werden wir auch früher oder später uns mal noch gönnen. Deswegen nicht traurig sein, wenn wir die eine oder andere jetzt nicht genommen haben. Wir können nichts verändern am Aussehen. Ich dachte, da kann man was verändern. Ist ja schade. Gucken wir mal, ob es vielleicht ein paar coole Designs gibt. Freunde haben nichts gemacht. Dann gucken wir mal in der Top 100, ob da irgendjemand was Cooles gemacht hat. Okay, das ist so ein Camouflage-Design. Das ist ein sehr buntes Design. Was haben wir hier? Oh, mit so einem roten Streifen. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Okay, das ist so ein bisschen eigentlich mehr KTM-Style mit so weiß und orange. Da haben wir mit weißen Akzenten. Finde ich auch nicht so schlecht. Ja, das ist hier im Prinzip auch nochmal so gemacht worden. Hier mit rot. Okay, ganz bunt. Grün. Mehr Kawasaki-Style. Rot, okay.
Ja, das ist ganz blau. Aber ich glaube, ich nehme das mit dem roten Ding, war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das da fand ich gar nicht so schlecht eigentlich. Boah, kann man machen, oder? Machen wir mal drauf. Weil mich jetzt trotzdem interessieren würde, wenn ich die Farbe ändere, was alles sich denn jetzt hier ändern wird. Also komplett alles wird sich ändern. Okay, nee, dann lassen wir die Standardfarbe. Ja gut, Leute, dann sind wir hier eigentlich schon durch. Dann fahren wir das gute Ding. Beziehungsweise wir sollten eigentlich noch ein anderes Outfit haben, oder? Für heute wäre nicht schlecht. So mit einem Standard-Outfit kommen wir, glaube ich, heute nicht so weit. Deswegen ändern wir das dann doch nochmal ganz kurz ab. Avatar anpassen. Ich finde, sie sollten halt so eine extra Kleidung machen, wo du sagst, so für Alltag, für normale Fahrzeuge und dann halt für Rennfahrzeuge, für so Offroad-Zeugs. Ne? Fände ich eigentlich schon cooler. Aber jetzt gucken wir mal, Anzug. Müsste man eigentlich schon fast sowas nehmen, ne? Muss ich aber gerade mal gucken. Wobei das eigentlich so ein richtiger Rennanzug ist. Genau, sowas brauchen wir eher. Ist nur die Frage, was nehmen wir denn da? Es gibt jetzt nichts, was so irgendwie komplett blau ist, ne? Was irgendwie jetzt passen würde. Nö. Aber warte mal, wir haben doch einen schon in Besitz, oder nicht? Ja, den da. Ja gut, den können wir nehmen eigentlich. Oder wir nehmen den hier noch. Nee, passt aber auch nicht so, ne? Egal. Wir nehmen einfach den wir schon haben. Das passt schon so. Zack. Und, ja, dann raus hier. Ja, passt jetzt nicht ganz natürlich zum Motorrad, aber ist auch egal. Cool. Ja, dann bauen wir mal die Teile um, die wir schon haben. Ich muss gerade noch gucken, welches das stärkste aktuell ist. Der 1, der hier. Weiß ich gar nicht. Ist der Ding schon der stärkste, der 959? Tatsächlich. Also das heißt, das Ding ist hier in der Serie stärker als der 959. Krass, ich dachte immer, der 959 ist so von der Serie schon der stärkste. Habe ich nie so richtig drauf geachtet. Jetzt schimpfen wahrscheinlich alle mit mir. Nee, das war doch klar, dass der nicht der stärkste ist. Gut, dann müssen wir mal gucken. 77. Alles, was über 77 ist, können wir verwenden. Da können wir sogar auch das noch verwenden. Und guck mal, da haben wir sogar noch richtig krasse Teile, die wir noch gar nicht eingebaut haben, sehe ich gerade. Da auch? Nee. Ja, gut, da ist 70. Was sonst? Okay. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal ein. Achso, das da. Ein bisschen schon was haben. Da haben wir auch nichts. Aber hier haben wir ein bisschen was. Und also schon mal ein bisschen besser unterwegs. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch mal hier so eine Rally-Raid-Geschichte. Und wir machen, ja, auf schwer werden wir keine Chance haben, deswegen machen wir das erstmal auf normal, aber dann machen wir mal hier irgendwie sowas, oder? Machen wir einfach mal so, zack. Blitzreise, gucken wir mal, wie es läuft. Und regnet es auch noch. Mann. Oh, da hinten machen sie aber auch Krach. Bin echt mal gespannt, wie das funktioniert hier mit Motorrad da so Offroad zu fahren, mit so einer Kiste. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ja, ich hatte Bock drauf. Ich habe es ja gesagt. Ich glaube, vor 3 oder 4 Folgen haben wir gesagt, dass ich das vorhabe. Und jetzt ist es soweit. Genauso eben mit dem gerade eben erwähnten Aston Martin. Go! Ja, das darf ich mehr. Ja, den werden wir irgendwann mal schnappen. Mal gucken. So, Dave Gaming ist anscheinend auch mit dem Motorrad gefahren. Sonst wird sein Geist ja so nicht angezeigt werden. Aber den ziehen wir jetzt ab. Ich weiß nur nicht, ob das der richtige Weg war. Aber ja, ich fahre jetzt einmal mal in die Richtung. Wird schon passen. Geht aber erstaunlich gut hier über Stock und Stein. Okay, über Stock. Sagen wir mal über Stock. Stein, über Steine bin ich noch nicht gefahren. Das wird bestimmt noch irgendwann kommen. Geht schon gut ab. Also Topspeed ist ja 200 km/h angegeben. Sind wir jetzt noch nicht gefahren, aber ich meine 200 km/h über so eine Landschaft zu fetzen, ja, das will ich nicht unbedingt in echt miterleben, muss ich sagen. Vor allem nicht auf dem Motorrad. Da fliegst du ja sowas von schnell auf die Fresse. Aber ich glaube, so ein Motorrad könnte ich nicht mal auf dem Asphalt handeln. Also ich denke es mal nicht, ich weiß nicht. Ich nehme ja das jetzt mal nicht raus, dass ich das könnte. Bin auch noch nie Motorrad gefahren, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja auch keinen Führerschein. Ich habe ja keinen Motorradführerschein. Deswegen, boah, gerade zwischendurch, alles klar.
deswegen kann ich da schlecht was dazu sagen. Das wäre sowieso nicht gut, weil ich kenne mich zu gut, wie ich auf schnelle Sachen reagiere. Ich glaube, ich wäre die größte Drecksau auf dem Motorrad, wenn man das so sagen darf. Ich bin auch schon immer mit dem Fahrrad, ja, ich weiß, es ist jetzt kein Vergleich, aber ich bin auch immer mit dem Fahrrad oder mit dem Rennrad auch immer gefahren, wenn es irgendwo bergab ging oder so. Oder Bremse gab es für mich nicht. Ja, einfach voll, immer voller Hütte. Wunder, dass ich nie gestürzt bin. Also nie gestürzt im Sinne von wirklich schwer gestürzt. Ich glaube, beim Motorrad wäre das halt nicht anders. Da würde ich halt einfach, weil das Ding halt eine super Beschleunigung hat, ich würde da, glaube ich, echt fahren wie so ein Idiot. Aber ja, vielleicht besser für meine Gesundheit. Weil ich dann bei den Autos bleibe. Du sahnst ab, also weiter so. So, das ist sehr schön. Ah, das Ding ist schon gut. Ich glaube, man könnte es schon probieren, mal auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad was anzugehen. Ich probiere es mal. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Mehr wie auf die Fresse fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes, können wir ja nicht. Deswegen bauen wir jetzt mal die neuen Teile ein, die auf jeden Fall auch was bringen. So, und dann probieren wir es mal. Wir probieren es mal. Aber wir sind schon echt, echt weit weg von schwierigen Schwierigkeitsgraden. 110 wird empfohlen. Aber ja, wir probieren es jetzt. Einfach probieren. Nein, jetzt fehlt die Leistung. Der hat mir die Leistung weggenommen. Ich wollte noch einen Wheelie machen. Ja, aber schade, dass man da optisch dran nichts ändern kann. Ich glaube, die würden schon Potenzial bieten, da auch immer optisch ein bisschen, also von den Anbauteilen nochmal ein bisschen was zu verändern. Aber gut, vielleicht ist es halt jetzt bei der BMW so. Aber geil aussehen tut sie trotzdem. So. Jetzt aber vorwärts. Jetzt heißt aber halt auch die Checkpoints gut erwischen. Weil der Vorteil ist, wenn es halt so durch den Wald geht, zwischen den Bäumen durch, bist du halt mit dem Motorrad ganz gut bedient. Weil du ja natürlich eine viel schmalere Fläche bildest. Ja. Dann ist es ja schon schwieriger, einen Baum zu treffen. Aber ich würde sagen, nicht unmöglich. Zumindest mal nicht, wenn ich am Steuer bin. Da. Vorsicht. Lang. So. Oh, der überholt uns. Das gibt's nicht. Das darf nicht passieren. Geh mal wieder in die Außensicht. Ja, ich meine, schwer ist halt schwer, ne? Wir sind halt 14 oder 16 Punkte noch hinten dran. Das kann schon sehr, sehr viel bedeuten. Ja, ich glaube, wir schaffen es nicht. Hier ist wahnsinnig Topspeed verlangt. Und Topspeed fehlt halt ein bisschen bei dem Gerät. Muss ich leider wirklich gestehen. Und noch ist es nicht vorbei, aber ist ja alles Vollgas hier. Verlagere auch das Gewicht nach vorne. Aber das bringt halt leider nichts. Ja, da vorne ist schon das Ziel. Wow! Ja, Gewicht nach vorne verlagern. Während im Sprung sollte ich halt nicht tun. Nee, das wird nichts. Ja, die Vorgabe. An die Vorgabe sollte man sich dann schon ein Stück weit halten. Mal hier noch abzukürzen irgendwie, aber ich glaube, das bringt nichts. Oder es wird knapp. Es wird knapp, 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 es wird richtig knapp. Komm, 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 zieh! Boah, aber wie knapp. Wie knapp. Hui, 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 hui. Am Ende zum Glück nochmal schön abgekürzt, ne? Aber der Weg ist das Ziel, wie man ja so schön sagt hier in der Kategorie. Wenn es doch so schön geklappt hat, probieren wir das doch gleich nochmal, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, das Rennen ist gut gelaufen. Ich habe den Scheck, du hast den Sieg und wir stehen in der Zeitung. Was will man mehr? Da kommt der Radar. Sollen wir mal diese Radarsuche mal machen?
nicht mehr. Doch in die Richtung. Das mache ich ja irgendwie fast nie. Das ignoriere ich ja immer irgendwie. Diese Dinge finden. Weil ich baue gerade erstmal kurz das Ding ein. Besseren Teile. So. Hier kommt nichts mehr. Komm ich da rum? Ich muss ja irgendwie wieder rausfahren. Ob es mal nicht so schlau hier reinzufahren. Es wird schneller. Hier hört es aber auf. Muss ich hier lang fahren? Langsam müsste ich sehen, so schnell wie das jetzt schon wird. Ah, da hinten ist es. Ups. Juhu! Boah, was mache ich? Boah, was macht der? Motorrad verselbstständigt sich. Cool. Auch nochmal neue Teile. Und sollte das doch jetzt ein leichtes sein, das nochmal auf schwer zu versuchen. Sind trotzdem noch 19, na was habe ich gesagt, 16 eigentlich vorgesagt, wir sind trotzdem noch 19, wir waren ja 26 oder sowas Stufen hinten dran. Egal, wir probieren es jetzt trotzdem mal, schwer, ja, 19 Stufen hinten dran, das ist schon echt viel, aber ja, ich habe Vertrauen ins Motorrad. Gerade eben haben wir es auch geschafft, jetzt haben wir ja nochmal ein stärkeres Bike, um hier was zu reißen. Ja, einige haben gestern eine Folge The Crew vermisst, aber wie ich das schon in den vorherigen Folgen angekündigt habe, kann es jetzt halt sein, dass es halt nicht täglich eine Folge gibt. Also bitte verzeiht mir das, wenn ich nicht jetzt täglich eine Folge bringe. Ja, gerade wenn Horizon 4 rauskommt, wird dann auch mehr der Fokus auf Horizon 4 liegen. Das heißt aber nicht, dass dass The Crew 2 dann gar nicht mehr kommt. Ne? Also das soll das auch nicht heißen. Das heißt halt nur, dass ich glaube, ich hätte ja abbiegen müssen. Dass halt eben nicht mehr täglich immer alles kommen kann, ja. Das will ich damit sagen. Das war jetzt ein bisschen dumm gefahren am Anfang. Aber ich glaube, ich kriege schon noch so gut wie jeden Tag eine Folge. Also nehmen wir alles gut. Der Baum. Ein bisschen über Land fahren. Und doch ein bisschen schneller wie durchs Wasser. Ich glaube, ich bin guter Dinge, dass, wenn ich keinen allzu großen Schnitzer hier zusammenfahre, dass wir das auch auf schwer gewinnen können. Das wäre doch cool. Vorgabe ist näher ans, als man denkt, glaube ich. Ja, auf großen Maps sieht man es. Ich muss hier irgendwie durch. Ich soll irgendwie aufs Land hier fahren. Naja, das wird nichts mehr. Ah, doch, da kann ich drauf fahren. Perfekt. Jetzt keinen Unfall bauen, dann reicht es auch hier für den Sieg. Sehr schön. Nice. Du. Oh, neue Teile für unser Bike. So, und zwischendrin würde ich sagen, machen wir mal noch eine Fotoaufgabe.
wenn denn eine gute Fotoaufgabe da dabei ist. Oder ein Test. Wir könnten auch einen Test machen. Zwischenreihen. Gucken wir gerade mal. Machen wir eher einen Test, glaube ich. Guck mal, da haben wir noch gar keinen gemacht. Was gibt's denn da alles? Slalom? Bigland? Also auch Slalom? Flucht, Flucht, Flucht? Okay, wir machen mal Slalom. Ja, gucken. Okay, auf geht's. Zack. Ich sehe zwar nicht, wo es lang geht, aber kriegen wir schon hin. Ist jetzt kein so mega krasser Slalom bis jetzt. Ah, auf der Minimap sieht man, wo der nächste Checkpoint ist. Okay, das ist gut. Weiß markiert, oder beziehungsweise man sieht es auch so schon, wo das nächste ist. Das ist gut. Motorrad finde ich als solche Geschichten, gerade wenn es so ein schon schneller Slalom ist, relativ gut zu fahren. Weil man halt ja echt nicht viel groß, also die Wagenbreite sozusagen nicht berechnen muss, sondern eigentlich nur sich selbst oder das Motorrad. Deswegen geht es dann schon ganz gut, glaube ich. So. Was ist das Ziel? Schaffen wir das noch? Juhu! Wir haben es ins Ziel geschafft. Sehr schön. Ja, das lief doch wie am Schnürchen, würde ich sagen. Dann machen wir gleich nochmal so einen Test, aber diesmal machen wir mal Flucht. Flucht in die Weidenlande. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Autsch. Oh, guck mal, da gibt es sogar einen Teil. Ja, dann nehme ich das gerne mit. Sieh dich an. Du schlägst Wade und kickst ihn raus und nebenbei gewinnst. Ja. Bla bla bla. Wo hole ich hier ein Fahrzeug? Hole ich. So, und dann wollte ich... Genau, wir sind ja einmal aufgestiegen. Dann können wir doch hier mal so einen Punkt verteilen oder gleich zwei. Und dann, wollen wir sagen, machen wir nochmal so einen Test. So, Test und Flucht. 970 Meter. So, mal schauen. Ich wette, du bist stolz auf mich. Das solltest du auch sein. Aber denk daran, ich bin immer noch hier draußen. Und wir beide werden uns wiedersehen. Ja, ganz bestimmt werden wir uns wiedersehen. Jetzt die Frage, soll ich jetzt hier einfach runterspringen oder soll ich den Weg weiterfahren? Ich glaube, Weg weiterfahren ist schlauer, oder? Ja, ich glaube, es ist besser. Weil noch ist der Circle of Death, nenne ich ihn jetzt mal, noch nicht so groß. Dann passt es schon. Aufgabe erfüllt, aber ich will den Balken eigentlich gerne komplett füllen. So, hier kann ich doch bestimmt abkürzen jetzt. Hoffe ich. Ja, kann man. So halber kann man das. Unten ist der Weg irgendwo wieder. Nein, das war fast klar. Irgendwas jetzt im Weg rumfährt. Gut, 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 komm. Wir müssen den Balken füllen, jawohl. Ist geschafft, sehr schön. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir hier eine harte Kurve fahren. Oh, nochmal da lang. Komm, komm, komm. Gib alles. Nein, 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 die rote Wand, sie kommt. Sie kommt. Komm, einfach hier mitten in die Pampa. Oh, das geht nicht. Scheiße. Ja, scheiße, ich dachte, da kann man drüber springen. Virtuos haben wir freigeschaltet als Erfolg. Ich sehe gerade, ihr seht die Erfolge gar nicht, die ich freischalte. Und ich habe das ganze Let's Play immer gesagt, was für Erfolge ich bekomme. Ja, egal, ihr müsst mir ja glauben, dass ich den Erfolg bekomme. So. Ja, sehr schön. Dann machen wir jetzt aber nochmal ein Rennen auf schwer. Ja, weil wir es können, weil bis jetzt hat es ja eigentlich ganz gut geklappt. Salt Lake City. Dann schauen wir doch mal. Normalerweise sollte es ja eigentlich immer einfacher werden. Denn das Motorrad wird ja eigentlich mit jedem Event, was wir erfolgreich abschließen, besser. Weil wir ja in der Regel bessere Teile bekommen, die ich ja, die baue ich ja auch ein. So. Rechts lang. Weil wenn die Vorgabe links fährt, dann muss es ja langsamer sein. Ich wollte eigentlich die Rampen einfach nicht mitnehmen. Ich glaube, die Vorgabe hat doch den schnelleren Weg gewählt, so wie die jetzt hier gerade runter paced. Problem ist, dass wir halt von der Topspeed nicht so krass sind bei dem Bike. Das wird uns gerade zum Ticken zum Verhängnis, glaube ich. Wobei, ja, wir kommen trotzdem näher ran jetzt an die Vorgabe. Oh, ich hätte über die Brücke müssen. Nein.
Okay, ich glaube, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Das holen wir, glaube ich, nicht mehr ein. Komm, wir starten es direkt neu. Das bringt es jetzt nicht. Ich dachte, da kann man halt auch durch. Ich dachte, oh, geil, abkürzen. Und dann war da eine Brücke. One. Go. So, jetzt fahren wir auch links lang. Wenn das angeblich noch schneller ist. Hier war das mal. Den Sprung nehme ich jetzt nicht mit. Brauchen wir noch nicht. Boah. Da würdet ihr da mit 240, 250 mit dem Motorrad da sowas runterballern? Also, ich nicht unbedingt. Jetzt aber über die Brücke. Ich glaube, die zwei Säulen stehen da ja nicht umsonst da, ne? Ja, okay. Da lang fahren war nicht so gut. Da wir jetzt richtig viel Tempo rausnehmen müssen. Egal. Wir sind erstmal vor der Vorgabe. So, so. Auf. Passt soweit. Aber es ist nicht die Strecke, wo wir am Ende so einen dummen Fels haben. Also das haben wir bei vielen Strecken hier, aber dabei hier ist es auch so, dass am Ende so ein richtig beschissener Fels nochmal kommt. Und man dann drauf landet und dann ist alles vorbei. Jetzt müssen wir erstmal hier durch den Wald fahren. Ich glaube, wir haben. Ja, gut. Guten Vorsprung ist es nicht, aber wir haben Vorsprung. So, ah, nee, das ist da, wo es in die Wüste am Ende geht. Oder ja, ich denke mal, dass es eine Wüste sein soll. Okay, die Rampe hätte ich eigentlich nicht mitnehmen sollen, glaube ich. Da kommt jetzt richtig Dakar-Feeling auf hier, ne? Schön mit Dünen durch. Ja, also ich glaube, man kann es Wüste nennen, ne? Wenn es Sanddünen gibt. Auf geht's! Das muss ja auch richtig beschissen sein, oder? Durch so eine Sanddüne mit dem Motorrad zu fahren. Aber wir haben es geschafft. Du hast Wades Rekord vernichtet. Schade, dass er es nicht gesehen hat. So, hier gibt's nochmal drei neue Teile. Und ich würde sagen, wenn ich gerade so ein bisschen auf die Zeit achte, können wir noch ein, zwei Tests machen. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Morgen gibt's normalerweise auch nochmal eine Folge. Aber wie gesagt, versprechen möchte ich es nicht, aber es wird auf jeden Fall wieder eine Folge geben. Ob die jetzt morgen oder übermorgen kommt, lasst euch mal überraschen. Aber morgen werden wir auch mal was ganz Cooles, glaube ich, machen. Also ich glaube, es ist cool. Man weiß es ja im Vorfeld nicht. Aber ich glaube, es wird cool, was ich vorhabe. Aber jetzt machen wir erstmal einen Slalom. Flugzeugfriedhof. Gar nicht so einfach hier. Bleib's ab. Da sind wir ein bisschen zu schnell durch. Yo! Ich dachte, da kann man einfach drüber ballern, aber war nicht so einfach. Mindestziel haben wir erreicht. Ich will aber gerne den Balken wieder komplett füllen. Wir schaffen dieses Ziel, sehr schön. Und den Balken haben wir auch gefüllt am Ende. Nice! Sehr gut! So mag ich das. Und es gibt noch ein neues Teil. Das mag ich noch mehr. So, dann nehmen wir doch hier
das auch gleich rein. So, sehr schön. Und dann machen wir jetzt noch einen Test. Machen wir noch eine Flucht, würde ich sagen, oder? Zack. 420 Meter klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber das wird wahrscheinlich sehr kurvenreich sein. Probieren wir das mal gleich. Ja, komm, mit durch die Pampa, oder? Wenn schon, dann richtig. Okay, der Circle of Death, wie ich ihn ja jetzt einfach mal nenne, bei der Veranstaltung. Ja, ziemlich schnell. Fuck, und fuck, jetzt bleibe ich da. Ja, so viel dazu. Man kann bei Bäumen voll einfach ausweichen, aber es war halt so ein Gehänge. Dann hat es mich halt förmlich wie ein Magnet da reingezogen. Egal, wir haben es geschafft und wir kriegen trotzdem ein neues Teil. Das nehme ich sehr gerne mit. Ja, bevor es hier den Berg komplett runterkullert. Sehr gut. Dann, upsala, bauen wir das ein. Und dann sind wir für die heutige Folge durch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Euch hat es gefallen. Und wie gesagt, das soll nicht das letzte Mal sein, dass wir in der Rally Raid Klasse mit einem Motorrad unterwegs waren. Macht auf jeden Fall viel Laune. Und wer es vielleicht von euch noch nicht ausprobiert hat, ich kann es empfehlen. Also man ist schnell und macht gut Bock. Also dem her passt. Ich bin raus an dieser Stelle. Man sieht sich in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich morgen erscheint. Macht's gut. Ciao.